Seit Samstag gibt es 4 bestätigte Corona-Fälle in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt. Das Landratsamt Rastatt gemeinsam mit der Stadt Baden-Baden und dem medizinischen Leiter des Klinikums Mittelbaden hat heute über die aktuelle Situation hier im Landratsamt in Rastatt informiert. GoodNewsVor.de hat gesprochen mit Stefan Biel, Sozialdezernent des Landkreises Rastatt, und Dr. Thomas Iber, medizinischer Leiter des Klinikums Mittelbaden. Herr Dr. Iber, wie ist denn aktuell die Lage am Klinikum Mittelbaden in Sachen Corona? Am Wochenende gab es ja eine große Veränderung in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt gab es die ersten Corona-Fälle. Welche Auswirkungen hatte das bis jetzt auf das Klinikum? Also überwiegend hatten wir im Klinikum Kontakte mit ambulanten Patienten, die sich also mit normalen Grippesymptomen oder vielleicht sogar gesund vorgestellt haben und in Sorge waren, weil sie beispielsweise in einem Risikogebiet waren, dass sie an einer Corona-Infektion leiden könnten. Das hat über den Lauf der Woche dazu geführt und vor allem nachdem Südtirol zum Risikogebiet wurde, dass die Anfragen derart zugenommen haben, dass es quasi über die normale zentrale Notaufnahme nicht mehr adäquat leistbar war. Deswegen haben wir zum Wochenende hin die sogenannte Corona-Ambulanz eingerichtet, separate Räumlichkeiten mit externem eigenen Zugang, sodass wir dort einen eigenen Wartebereich haben und ein medizinisches Team, was dann die speziellen Corona-Fragestellungen entweder telefonisch oder wenn der Patient zu uns kommt, direkt mit dem Patient besprechen kann. Haben Sie einen Überblick über konkrete Zahlen? Wie viele Anfragen sind denn das so pro Tag? Also wir hatten jetzt am Wochenende über 50 Patienten, die sich persönlich vorgestellt haben und eine dreistellige Anzahl an Telefonanrufen im Bereich von etwa 100, 120 Telefonaten, die geführt wurden. Und erste Terminierungen für weitere Untersuchungen waren gestern schon für heute Vormittag durchgeführt worden. Bekommen Sie denn diesen Ansturm gut bewältigt? Es gibt ja auch noch andere Krankheitsfälle, Notfälle außerhalb von Corona. Genau dafür, muss man sagen, war die Corona-Ambulanz extrem wertvoll für uns, weil dadurch das normale zentrale Notaufnahmeteam, wo wir ja weiterhin völlig normal besetzt sind, einfach entlastet war von diesem Zusatzaufkommen an Patienten und damit ganz regulär die normale Notfallversorgung mehr als sichergestellt ist. Ist denn auch Personal des Klinikums Mittelbaden betroffen von Corona? Es gibt einige wenige Kollegen, die in Risiko und Kolleginnen, die in Risikogebieten waren. Die befinden sich jetzt entsprechend in Quarantäne, damit wir den Erreger nicht fälschlicherweise oder irrtümlicherweise mit über das Personal in unser Klinikum mit reinbringen. Es gibt aber keine aktiven Corona-Infektionen unter unserer Mitarbeiterschaft. War die Corona-Ambulanz eine Maßnahme, die Sie ergriffen haben? Die andere Maßnahme war eine Einschränkung des Besuchs von Patienten im Klinikum Mittelbaden. Halten sich denn alle Besucher daran? Das können wir natürlich nicht überwachen, sondern sprechen diese Regelung aus, in der Hoffnung, da auch die Vernunft der einzelnen Angehörigen zu appellieren. Es ist eine wichtige Maßnahme, um einfach sicherzustellen, dass infektionsepidemiologisch die Infektionskette unterbrochen wird. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, Besuch ist wichtig für die Rekonvaleszenz unserer Patienten. Deswegen Beschränkung auf eine Besuchsperson in aller Regel, die einem nahestehende Person, Angehörigen ersten Grades. Wichtig noch als Ergänzung, wir haben ein Besuchsverbot für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ausgesprochen. Dazu möchte ich gerne den Hintergrund erläutern. Man weiß, innerhalb dieser 6 wenigen Wochen, wo wir überhaupt Wissen erwerben konnten zu dieser Corona-Infektion, dass Kinder unter 18 Jahren die Erkrankung übertragen können bei völliger Gesundheit, also Virusträger sind bei völliger Gesundheit quasi nie Krankheitssymptome zeigen und aus dem Grunde heraus natürlich geboten ist, diese Einschränkungen dort vorzunehmen. Jetzt gibt es eine polarisierende Diskussion über Corona. Die einen sehen Panikmache in der Art, wie damit umgegangen ist, andere wiederum sind besorgt. Was ist denn Ihre Position? Das ist eigentlich beides richtig an der Stelle. Auf der einen Seite aus den vielen, wir haben mittlerweile ja über 110.000 Fälle weltweit, die registriert sind, haben wirklich valide Untersuchungen zu einzelnen Patientengruppen, die man sehr gut nachverfolgen konnte, aus China bekommen. Und was wir sicher wissen ist, es gibt eine große Tendenz, dass sich der Erreger verhält wie die klassische Grippe, die Virusgrippe, die Influenza auf der einen Seite.
Das zu diesem Thema, daraus könnte man Panikmache ableiten, weil wir tatsächlich hier in Stadt und Landkreis schon knapp 700 Influenza-Fälle dieses Jahr hatten, mehrere auf der Intensivstation und auch schon zwei Influenza-Todesfälle. Corona-Fälle gibt es überhaupt an Infektionen nur 4, keinen Todesfall, keine stationären Aufnahmen in den Kliniken. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist Panikmache das Falsche, aber wir müssen sehr wachsam sein, weil, und das ist der zweite Grund, warum wir das sehr ernst nehmen sollten, es ist ein neuer Erreger, den wir noch nicht vollständig kennen. Die Influenza kennen wir seit Jahrzehnten und wissen sehr genau medizinisch darüber Bescheid. Dieser Erreger in dieser Form ist 6 Wochen alt und kein Virologe dieser Welt wird sich festlegen und sagen, da ist ein Restrisiko, dass es eben doch schlimmer kommen könnte, ausgeschlossen. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig aktuell, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und sicherlich auch sollte sich jeder hinterfragen, muss ich jetzt zu dieser öffentlichen Großveranstaltung dazu, wo viele Menschen auf engem Raum sind, oder kann man das vielleicht mal um 2 Wochen verschieben? Dann wird diese Situation sicher schon anders sein. Ich bedanke mich für das Interview, Thomas Ibe. Ich danke Ihnen sehr, Frau Mielke. Stefan Biel, sind denn zur Stunde die nüchternen Zahlen zu Corona im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden? Die nüchternen Zahlen sind seit Samstag wie folgt. Wir haben seit Samstag insgesamt 4 bestätigte Corona-Fälle, 3 im Landkreis Rastatt, 1 im Stadtkreis. Und sind im Moment dabei, haben größtenteils ja schon abgeschlossen, die Kontaktpersonen zu ermitteln, zu identifizieren und insoweit auch dann je nach Bedarf in häusliche Quarantäne zu verorten. Wie viele Kontaktpersonen sind das bis jetzt, die sich in häuslicher Quarantäne befinden? Bisher sind es 29, die wir auch weitgehend abgearbeitet haben. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass da noch mehr dazukommen, wenn dann die eine Person wiederum Kontakt mit anderen hatte, dass sich das erweitert. Aber derzeit Stand 29. Dann gab es ja am Wochenende die Empfehlung des Gesundheitsministers Jens Spahn, Veranstaltungen mit über 1000 Personen abzusagen. Wir haben in Baden-Baden haben wir das Kurhaus mit großen Veranstaltungen, das Festspielhaus mit großen Veranstaltungen. Welche Empfehlungen haben Sie? Gibt es Veranstaltungen, die abgesagt werden müssen? Also wir haben derzeit keine allgemeinen, pauschalen oder generellen Empfehlungen. Schließen uns hier auch den Aussagen des Sozialministeriums an. Man muss alles im Einzelfall prüfen, bewerten. Es gibt da entsprechende Kriterien, Kataloge, die man heranziehen muss, inwieweit eine Veranstaltung als besonders gefährdet gilt oder nicht. Das läuft konkret so, dass die Veranstalter, die ja dafür verantwortlich sind, mit der jeweiligen Ortspolizeibehörde sich beraten, dann auch auf uns zukommen als Gesundheitsamt und wir im Einzelfall dann gemeinsam mit denen dann auch entscheiden. Jetzt wird die Diskussion natürlich polarisierend geführt. Die einen sagen, es ist alles nur Panikmache, die anderen sind besorgt. Was ist Ihre Position? Also wir würden sehr gerne auch an die Besonnenheit und die Umsicht der Bürgerinnen und Bürger appellieren wollen. Ich habe gern das Beispiel gebracht, dass wenn jemand in häuslicher Quarantäne ist, der muss mit dem Hund raus, der muss sich mal Brötchen kaufen können. Das kann er dann selbst nicht mehr tun. Und da braucht er Nachbarn, da braucht er gute Freunde und Bekannte, die ihm da helfen. Panik ist da in der Tat der ganz, ganz schlechte Ratgeber. Was raten Sie denn den Rastattern und den Baden-Badenern? Hände waschen und Abstand halten, bei der Art sich zu informieren, Good News vorlesen oder zum Robert-Koch-Institut? Ja, ich denke, wir haben ja die Empfehlungen, die sind ja allgemein bekannt, was die Hygieneregeln angeht, auch jeweils auf der Homepage nochmal platziert. Man kann es überall gut nachlesen. Selbstverständlich empfehlen wir, das zu tun, weil das ist das, was jeder Einzelne auch für sich machen kann, ohne größeren Aufwand. Und ansonsten die Dinge umsichtig zu machen und zu bewerkstelligen. Ich denke, dass wir damit ganz gut fahren werden. Zum Schluss noch die Frage, auf was richten Sie sich denn jetzt ein in den nächsten Tagen und Wochen? Rechnen Sie damit, dass die Fälle noch weiter zunehmen oder ist ein Ende des Tunnels in Sicht? Wenn ich es Ihnen konkret sagen könnte, würde ich es Ihnen gerne sagen. Es ist sicherlich so, wir haben eine hochdynamische Lage und Entwicklung. Wir werden, davon gehe ich aus, auch im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden weitere Fälle bekommen. Davon können wir ausgehen, auch im Vergleich zu anderen Landkreisen in Baden-Württemberg. Und wir werden diese halt solide, zeitnah abarbeiten und entsprechende Empfehlungen halt herausgeben. Wie die Situation in einer Woche ist, kann ich Ihnen ganz konkret nicht sagen. Ich bedanke mich für das Interview, Herr Biel. Gerne, Dankeschön.